Morgen, ihr Lieben. Ja, heute mal anfangs mit Musik. Ja, ich bin den ersten Tag zu Hause jetzt. Also ich bin gestern Abend angekommen, es ist heute Sonntag und es ist jetzt circa 10 Uhr durch. Ja, und ich habe mir gedacht, ich sag euch mal Hallo und dass ich gut angekommen bin hier in Bad Meinberg. Es waren allerdings ein paar Vorkommnisse unterwegs, die nicht unbedingt hätten sein müssen, die sehr anstrengend waren. Zum Beispiel die Nacht von Freitag auf Samstag, genau. Normalerweise wäre ich ja Freitagabend hier in Bad Meinberg angekommen. Aber ich habe der vorletzte Zug, mit dem ich hätte fahren können, der war ausgefallen. Jo. Und danach fuhr keiner mehr. Und deswegen habe ich die ganze Nacht am Bahnhof verbracht. Da habe ich gleich mal schön lange Bekanntschaft mit der momentanen Kühle hier in Deutschland. Wie sagt man? Zu tun gehabt. Aber es war okay. Ja, ich meine, ich war ja schon drauf eingestellt. Ne? Ich wusste ja, dass es hier deutlich kühler sein wird als in La Gomera. So ist das nun mal im November in Deutschland. Ne? Ja, jetzt bin ich aber in meiner muckeligen Wohnung und fühle mich wohl hier. Ja, ich bereite mir gerade mein erstes Frühstück zu. Ach ja, die Äpfel, die ihr am Anfang gesehen habt, die hatte ich noch hier gelassen. Die hatte ich kurz bevor ich nach La Gomera bin, noch aufgesammelt hier unterwegs. Ja, und man kann sie noch essen. Die sind zwar ein bisschen verschrumpelt, aber das macht ja nichts. Da habe ich mir überlegt, dass ich die dörre. Genau. Ne? Und meine Mitbewohnerin von unten, vom unteren Stockwerk, die hat jede Menge Äpfel gepflückt und vom Boden aufgesammelt in den letzten Tagen. Die in der Speisekammer sind bestimmt 5 oder 6 Kisten. Gut, die sind jetzt nicht alle ganz voll, aber mit jede Menge Äpfeln. Genial. Ja, ich denke, da werde ich auch mal einen Apfelkuchen für alle jetzt die nächsten Tage backen. Ja, ach so, genau. Von all dem, was ich mir angepflanzt hatte, ist noch ein bisschen was übrig. Vor allem noch, Kapuzinerkresse. Warte mal. So, habt ihr mir Licht. Habe ich schon ein bisschen was gepflückt. Das gebe ich mir jetzt gleich in mein erstes Fruchtmus. Ja, und Zitronenmelisse ist auch ein ganz klein bisschen da. Die muss ich nur wieder aufpäppeln. Ja, die Sachen wurden teilweise halt länger nicht gegossen. Aber kann man ja auch nicht erwarten, ne? Wenn die Leute zwischendurch weg sind, dann kann sie ja niemand gießen. Alles gut, ja. Ja. Ich hätte euch eigentlich noch einiges zu erzählen. Ich habe auch sehr gut geschlafen heute Nacht, 9 Stunden. Hat mir richtig gut getan, aber ich bin trotzdem noch etwas lediert von den letzten 2 Tagen. Ich habe auch schon eingekauft. Als ich gestern in Detmold angekommen bin, das war um die Mittagszeit, bin ich mit dem ganzen Zeug zum Aldi, aber ich habe jetzt eine Abkürzung entdeckt und die werde ich jetzt immer gehen, wenn ich in Detmold mal einkaufe. Ja, und da habe ich jede Menge Früchte, verschiedene, und auch einiges an Gemüse vor allem gekauft. Noch ein paar andere Sachen. Und der Einkauf hat mich gerade mal 25 Euro gekostet und ich hatte so viel im Wagen. Das war ich gar nicht mehr gewöhnt. Echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man hier in Deutschland einkaufen geht oder in La Gomera. Ja, ich hatte deutlich mehr für mein Geld. Richtig toll. So macht das Einkaufen wieder richtig Spaß. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich auch schon gleich hier wieder richtig wohl. In Bad Meinberg und auch in meiner Wohnung hier. Es ist so schön, nach 2 Monaten wieder hier zu sein. Ja, weil die Sauberkeit hier in meiner Wohnung und
alles ist heile, richtige Tür zum Schließen, Fenster zum Öffnen und Schließen mit Glasscheibe drin. Ja, und ich habe hier alles, mehr oder weniger alles in der Küche, was ich brauche. Vor allem war auch alles abgewaschen, als ich zurückkam. Ach, es ist einfach echt cool. Ja. Was gäbe es noch zu sagen? Ja, auch die Busfahrt von Detmold hierher, die war so schön. Da konnte ich mal vom Teutoburger Wald, weil der Bus fährt direkt daran vorbei, die ganzen wunderschönen, herbstlich gefärbten Bäume bestaunen, bewundern. Ja, ich hatte gehofft, dass noch einige Bäume noch bunte Blätter tragen. Ja, ich habe echt Glück gehabt. Es sind schon noch einige dran. Richtig schön, ja, das fand ich herrlich. Das hat mir richtig gut getan. Ja, genau, und ich habe so für mindestens 3 Tage eingekauft, also für 3 bis 4 Tage, damit ich jetzt erstmal nicht gehen muss. Das war zwar anstrengend, mit dem Einkauf dann und dem Gepäck zusätzlich wieder zurückzulaufen zum Bahnhof, zur Bushaltestelle und dann auch hier in Bad Meinberg dann von der Bushaltestelle zu mir hier, aber es war es mir wert. Erstens ist es deutlich günstiger im Aldi und da bekommt man ja auch Lebensmittel, also mit Bio-Siegel, sag ich mal. Also Bio-Lebensmittel, ja. Und ja, deswegen habe ich das so gemacht. Und dann brauche ich jetzt erstmal die nächsten 2 bis 4 Tage erstmal nicht nirgends hin. Großartig. Ich habe aber vor, heute noch schon mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, vielleicht noch ein paar schöne Herbstblätter zu sammeln oder auch ein paar Tannenzweige, weil ich gerne ein bisschen dekorieren würde. So natürlich. Ja, ich habe so viel im Kopf, was ich alles machen möchte hier. Ich weiß gar nicht, womit ich zuerst anfangen soll. Ja, und jetzt klart sich es auch gerade immer mehr auf. Da hinten die Sonne scheint immer öfter hier rein. Ach, so schön. Was will man mehr, ne? Da kann man doch nicht meckern. Ach ja. Klar, ein ganz klein bisschen Wehmut war schon, als ich Lagomera verlassen habe, aber kein Vergleich zum ersten Mal. Ja, ich habe auf jeden Fall auch vor, noch ein spezielles Video dazu zu drehen, sozusagen ein Resümee von Lagomera, ja, was ich jetzt denke, nachdem ich das zweite Mal da war, ja, wie sich es jetzt angefühlt hat, das Ganze und pipapo. Ja, da möchte ich noch ein spezielles Video dazu drehen, wenn euch das interessiert. Aber ich denke ja mal schon. Ja, okay, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich gut angekommen bin. Vielen Dank auch noch für die letzten lieben Kommentare von euch. Nach und nach, wie gesagt, werde ich die Kommentare auch noch beantworten. Und jetzt möchte ich mal weiter mein Frühstück machen. Ich bekomme nämlich immer mehr Hunger. Okay, ihr Süßen, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und sag mal, bis dann. Ciao.